Laut Aussage eines Menschenrechtsanwalts forderte die chinesische Botschaft in der Ukraine die Regierung auf, die jährliche Feier einer Meditationsgruppe in Kiew zu verbieten. Die ukrainische Regierung folgte dieser Aufforderung und verletzte somit, so glauben einige, die Verfassung des Landes. Praktizierende der Meditationsgruppe Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, führen seit einigen Jahren an jedem 13. Mai eine Veranstaltung durch. Der 13. Mai ist der Weltfalun Dafa-Tag und jedes Jahr gehen wir zum Platz der Unabhängigkeit, um Menschen Flugblätter zu geben, Lotusblumen zu verteilen und unsere Übungen zu praktizieren. Dieses Jahr wurde das aber verhindert. Am 12. Mai hielt das Amtsgericht Pechersky eine letzte Anhörung, wo der Richter Falun Gong-Praktizierenden das Durchführen der Veranstaltung verbot. Die Klage wurde vom Büro des Bürgermeisters eingereicht, das einen Brief vom Außenministerium der Ukraine erhalten hat. Der Brief besagt, dass die chinesische Botschaft das Ministerium auffordert, die Falun Gong-Veranstaltung zu verbieten, weil es das bilaterale Verhältnis zwischen der Ukraine und China stört. Der Brief der chinesischen Regierung an das Außenministerium, in dem die chinesische Regierung fordert, das Grundgesetz der Ukraine zu verletzen, wenn sie eine friedliche öffentliche Aktivität verbietet, greift sie in innere Angelegenheiten der Ukraine ein. Falun Gong-Praktizierende in der Ukraine sagen, dass die Argumentation des Gerichtes Lücken aufweist. Sie haben unsere Aktivität mit der Begründung verboten, dass wir das Recht der Anwohner auf gute Gesundheit und zum freien Durchgang verletzen. Das stimmt nicht. Wir zeigen Übungen, die Menschen helfen, gesund zu werden. Menschen, die Falun Gong üben, werden friedlich. Und wir sind den Passanten nicht im Weg, da wir auf der anderen Seite stehen. Falun Gong-Praktizierende haben in den letzten Jahren oft ähnliche Aktivitäten veranstaltet. Ich weiß, dass diese Organisation viele Aktivitäten in der Ukraine abgehalten hat, einschließlich Appelle vor der chinesischen Botschaft. Ich habe sie auch beobachtet. Es gab keine Störungen der öffentlichen Ordnung und keine Beanstandungen von der Polizei. Da sie ihre Veranstaltung nicht auf Kiews Hauptplatz halten konnten, gingen Praktizierende zur chinesischen Botschaft, um einen friedlichen Appell zu halten. Aber die Polizei blockierte sie auch dort, ohne einen rechtmäßigen Grund zu nennen. Wussten Sie, dass diese Veranstaltung verboten würde? Das wusste ich nicht. Keiner hat mich vorher informiert. Sie haben mir nur gesagt, hierher zu kommen. Die Gruppe glaubt, dass das chinesische kommunistische Regime hinter dem Gerichtsurteil steckt. Seit 1999 verfolgt das Regime Falun Gong-Praktizierende in China und hat über 100.000 zu Zwangsarbeitslager verurteilt. Diese Verfolgung zu enthüllen, ist Teil der Aktivitäten der Praktizierenden auf der ganzen Welt. Wir möchten unser Mitgefühl mit den Passanten teilen und ihnen auch über die Verfolgung in China erzählen, damit sie so bald wie möglich gestoppt werden kann. NTD News, Kiew, Ukraine.